Hey Leute, was geht ab? Da bin ich wieder. Wie gesagt, diesen Dienstag habe ich meinen Ölwechsel und ich dachte, ich gebe euch mal ein paar Updates dazu, was ich so mache und was so ansteht. Und zwar war ich letzte Woche bei BMW und ich habe mich noch entschieden, dass ich das Schaltgetriebeöl wechsle. Mein Wagen hat jetzt 90.000 Kilometer runter, ist ein 2005er und ich denke einfach mal 10 Jahre, 11 Jahre, weiß ich nicht, also älteres Auto, 90.000 runter, auf jeden Fall kann man da mal umölen. Und da war ich bei BMW. Dann habe mir hier meine zwei Wundertüten geholt. Und zwar ist das das Schaltgetriebeöl von BMW direkt. Ich habe walking on the stars, but I ain't in the sky, I'm in Hollywood. Drizzy told me don't let this town ruin you, especially when you give your all and everybody booing you. Yeah, paparazzi loving me now, paparazzi don't love me no more. The fuck is going on? Ich bin eins von Castrol, es kann auch sein, dass das Castrol Öl hier drin ist. Da ist aber wirklich der Punkt, ich dachte so, wenn ich kaufe, dann am liebsten BMW, weil ich bei Schaltgetriebe mich jetzt nicht so gut auskenne. Also ich hätte auf jeden Fall das passende gefunden. Ich habe aber im Forum gelesen, dass einige probiert haben mit irgendwie Motulöl und Roveöl und irgendwie Castrolöl und so und dass die meisten die besten Schalterfahrungen hatten, tatsächlich mit dem Original BMW Öl. Was da genau drin ist, keine Ahnung, ob da jetzt das Castrol drin ist oder nicht. Viele sagen ja und behaupten, dass das Castrolöl da drin ist. Ich kann auch mal einen Link dazu machen, auf die Seite, wie das Castrolöl aussieht und ob es das ist. Aber ich fand jetzt so viel teurer, weil 10 Euro habe ich mehr jetzt pro Flasche bezahlt, also für die zwei Pullen. Waren 52 Euro fürs Castrolöl hätte man bezahlt, weiß ich nicht, für beide pro Flasche vielleicht 16 Euro, also 34 Euro für beide. Ich weiß es nicht, hat mich jetzt nicht gestört. Und ja, das ist auf jeden Fall so jetzt so, da bin ich gespannt, was das gibt, weil ich hatte das Problem beim Schalten, bei kalten Temperaturen war das, wenn ich vom ersten auf den zweiten geschaltet habe, Kupplung komplett durchgetreten, dass es irgendwie extrem ruppig war, plus ich habe das Problem, dass der erste Gang immer wieder mal ein bisschen klemmt und dass ich den halt einlegen will und das geht nicht und dann habe ich halt einen Trick herausgefunden, ich schalte den zweiten, dann den ersten zurück, dann geht es ohne Probleme. Aber das hat mich irgendwie genervt und ich dachte einfach mal, von wegen Lifetime-Füllung scheiße ich drauf, glaube ich nicht dran und deswegen mache ich das komplett mal neu. Ansonsten geht es dann auch an den Ölwechsel ran. Jetzt habe ich hier auch meine Liquimoly Ceratec. I hate you so much, but I don't wanna go. Cause if I see you with another nigga, then I'm gon' blow that nigga's head off, no homo. I'm at my shows, why you home alone? Are you ballin'? I pick up my cell phone, you hittin' silent while I'm callin', damn. Fuck you, bitch, why you playin'? Geschichten hier dabei. Und da kommt das Mobil 1 0W40 New Life ins Auto. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich das einfülle bei diesem Ölwechsel. Ich hatte damals den Wagen gekauft mit dem Castrol 5W30 war da drin und ich habe das relativ schnell rausgeschmissen nach 4.000-5.000 Kilometern und habe auf das Mobil 1 umgestellt und fahre seitdem damit erfolgreich. Ich habe ein gutes Gefühl, der Wagen ist ruhig, sehr kultiviert und es macht auf jeden Fall ziemlich viel Bock, damit rumzugucken. Ich habe mir angewöhnt, jetzt jedes Jahr im März um den Dreh den Ölwechsel zu machen. Also einmal im Jahr kommt neues Öl rein. Und diesmal, wie gesagt, auch genug Ceratec am Start. Letztes Mal hatte ich nur eine Flasche drin, deswegen weiß ich nicht, was sich dazu alles getan hat. Und zeige ich das mal. Habe da auch gleich mal ein kleines Video, wo ich das vielleicht gleich mal ein bisschen einblenden, wo ich ein bisschen zeige, was ich da mache oder wie das hier so aussieht. Das muss man hier auf jeden Fall ziemlich gut schütteln. Aufgemacht habe ich das noch nicht. Ja, ansonsten stehen bei mir noch ein paar Wartungsarbeiten an und zwar muss ich bald die Zündkerzen neu machen. Bei der Gelegenheit mache ich aber auch die Zündspulen noch gleich mit neu. Und ich überlege, ob ich die Magnetventile von Einlass- und Auslassseite der Nockenwelle da auch noch austausche.
Die sind aktuell bei BMW ziemlich teuer geworden. Damals kostete eine 80, jetzt mittlerweile liegen die bei 120 Euro. Reinigen will ich die nicht, ich mache dann wenn komplett neu. Wenn ich es mache, berichte ich auch drüber, wie das aussieht, was da abgeht und so weiter und so fort. Gibt es auch von mir Feedback, wenn jetzt der ganze Ölwechsel mit dem Ceratec und so alles über die Bühne ist. Ansonsten noch ein kleines Feedback kann ich geben, und zwar zum Aral Ultimate 102 und den Injektionsreiniger. Ich habe mir nämlich letztens noch einen Injektionsreiniger geholt. Den habe ich jetzt, weiß nicht, wann war das, am Freitag eingefüllt. Hatte ich noch einen, also ich habe ein Viertel weggefahren vom Ultimate, das Zeug dann reingeballert und dann habe ich drauf getankt und dann bin ich ein bisschen rumgefahren. Ich war am Wochenende in Timmendorf, yeah, ein bisschen am Strand, ein bisschen auf der Autobahn rumgeheizt und das mal einmal richtig hier der Saugrohreinspritzer hier richtig schön mal einen rausschüttelte auf die Einlassventile, die Injektionsdüse auch reinigt und das dann mal ordentlich mal Sprit durchballert. Ich habe irgendwie jetzt knapp 200 Kilometer abgespult und ziemlich viel Feuer gegeben auf der Autobahn. Was ich auf jeden Fall sagen kann, was ich festgestellt habe, ist, dass der Wagen langsam jetzt das Sprit adaptiert, wie soll ich sagen, also die Zündwinkel passt da bewusster mit an. Er ist insgesamt ein Stück laufruhiger geworden, wie ich finde. Und gefühlt muss ich weniger Gas geben, um mehr, also um die gleiche Leistung zu bekommen. Zur Spritersparnis kann ich gar nichts sagen, weil ich nur Vollgas überwiegend gefahren bin. Von daher, wenn er sich nimmt, dann nimmt er sich. Und in dem Sinne, mal sehen, ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht mit dem Ultimate und mit dem Sprit. Und ich werde euch da weiter auf dem Laufenden halten. Ansonsten, ja, geht's morgen zum Ölwechsel. Ich freue mich drauf und bis bald, ich melde mich wieder. Peace. So Leute, da bin ich nochmal. Eine Sache habe ich vergessen, und zwar derbe krass. Als ich bei BMW war, habe ich natürlich auch mich mal in den neuen 5er reingesetzt und mal ein bisschen darum gespielt. Habe jetzt kein Video zugemacht und ich bin ein bisschen in der Gebrauchtwagenabteilung rumgelaufen. Und da war ein 330 Diesel F30 in der Farbe Rauchtopas. Ich finde die Farbe, Digga, die ist so heftig, die sieht so geil aus. Das ist eine Individualfarbe. Ich habe das mal mit meinem iPhone, weil ich nur das dabei hatte, habe das mal gefilmt. Das baue ich euch gleich mal ein. Ich finde, live kommt die Farbe so krass rüber. Sie hat einen extrem geilen Helligkeit-, Tiefen- und Dunkeleffekt. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich finde sie einfach nur Porno. Die Farbe hat mir, keine Ahnung, die hat mich richtig gebockt. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr irgendwann mal so einen sehen könnt live, aber die Farbe ist unfassbar geil. Kann man sogar auch, wie ich herausgefunden habe, irgendwie als M3 oder M4 bestellen in der Farbe und das wäre schon ziemlich sexy. Ja, also, das wollte ich nochmal kurz als Update mit hinterherwerfen. Also, peace.